Ja, hallo, hier ist wieder euer Catwisto 5555. Diesmal wollte ich nochmal kurz was zum Clan sagen in Clash of Clans. Denn unser Clan Lootandas hat sich ja aufgelöst. Denn erstens hatten wir auch viele drinne, die nicht so gut waren vom Level her und deshalb auch nicht so gute Truppen hatten. Und das war dann ein Grund, dass wir viele Kriege verloren haben, so drei, vier Stück. Und dann sind immer weiter welche rausgegangen. Also die besseren Spieler, weil sie dann keinen Bock mehr hatten und so. Auf die kleineren. Und die wollten dann in einen Clan gehen, der auch Kriege gewinnt. Und deshalb haben wir uns auch aufgelöst. Hier mache ich mal gerade meine Bomben. So. Und ich bin jetzt im Clan, der heißt The Libertines. Ich glaube, der andere Clan, also mein Clan, besteht noch, aber dafür dann wer andere anders. Aber es sind nur noch so 8 Mitglieder, hat mir mal wer geschrieben. Ja, der hat hier, glaube ich, 18 Siege und macht einmal in der Woche einen Clankrieg. Also wer möchte, kann auch hier dazukommen. Ich bin gerade richtig happy. Ich habe ja hier auf die Bomben gewartet, dass ich das Video machen kann. Wollte ich irgendwie mal zeigen, hier die Bomben. Weiß nicht. Und habe eben Drakensang noch gespielt und einen Unique gefunden. Nämlich Eldfares Runenbogen. Das ist zwar nur ein 30 Bogen, Level 30 Bogen, aber ich bin schon Level 41. Aber trotzdem richtig geil. Ein einzigartiger Gegenstand. Ich freue mich gerade ziemlich. So. Die beiden Bomben wären fertig. Und als nächstes wollte ich dann das Armeelager hochpushen auf Level 6. 3 Tage. Hat auch gerade so noch gepasst mit dem Elixier. Ich habe noch 9800. Und dennoch, ja, einen Minenwerfer. Zwar muss noch der Bogenschützenturm. Und die Luftabwehr ein bisschen hoch und die Kanone auch. Aber da ich gerade so viel Gold habe, möchte ich den jetzt mal starten. 800.000. Denn sonst können ja die Gegner immer mehr klauen und dann habe ich bald gar kein Geld mehr. Und immer schön das Schwierigste zuerst machen, damit es weg ist. Denn wenn ihr zuerst alles Kleine gemacht habt, juhu, ich habe das Kleine geschafft. Jetzt noch die großen, fetten Dinger. Oh mein Gott, das schaffe ich doch niemals. Wenn ihr schon die großen habt, ja, das wäre geschafft. Und jetzt noch die Kleinen, das wird auch kein Problem. Also da hat man dann wirklich mehr Optimismus, sein Rathaus bald dann hoch zu leveln. So, jetzt kann die Klammbock hier wieder rein. Morgen kommt dann das andere Video noch. Ich muss noch überlegen, was ich mache. Irgendwas mit Karten oder so. Und ja, dann bis morgen.